dann immer am gefährlichsten. Es war eine Chance auf Regen vorhergesagt. Sieht eigentlich gar nicht danach aus. Aber es reicht ja schon. Ganz feiner Regenstaub, um solche Hartplätze dann auch relativ gefährlich zu machen. Fergus Murphy auf dem Stuhl. Thank you. Maybe you could leave them just behind, beside the nettes Lied. Leider, leider, die ersten Schirme sind also aufgespannt. Und das Regengebiet, das seit Stunden sich über dem Los Angeles Bassin abregnet, scheint also zumindest in kleinen Ausläufern hier das Sonnental erreicht zu haben. Aber der Check von Fergus Murphy hat ergeben, es ist okay. Er spricht auch mit beiden Spielern darüber. Beide nicken, sagen, das ist okay. Das zweite Halbfinale also kann beginnen in Indian Wells. Turnierauflage 2003. Kürten gegen Rainer Schüttler. Der Platz zwar durch die steigende Luftfeuchtigkeit ein ganz klein wenig rutschig, aber alle drei sind sich einig, die Spieler und der Schiedsrichter, dass man dieses Spiel anfangen kann. Könnte von der Entwicklung her eine ähnliche Partie geben wie im Halbfinale Nummer 1 zwischen Hewitt und Spadia. Zwei Baseliner Grundlinienspieler versuchen sich auf die Reise zu schicken. Fehler. Bitte kein Fehlstart, Rainer Schüttler, der auch hier eine tolle Woche hingelegt hat. Ansprüche und Erwartungen sind ja seit seiner Finalteilnahme an den Australian Open etwas gestiegen. Aber Gustavo Kürten macht Druck. Es fängt doch jetzt stärker an zu tröpfeln. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können. Es ist mehr so, nicht einmal Nieselregen in diesem Wüstental. Tja, das hätte nicht sein dürfen. Und vielleicht kann man sagen, hätten Sie doch nicht anfangen sollen. Immer wieder der Check der Linien. Thanks again. Hello. Hello. Also frühes Break für Kürten, völlig undramatisch. Und wieder ist Fergus Murphy. Wieder lässt er sich seine kleine Treppe kommen, der nicht allzu groß geratene Fergus Murphy. Smarter Typ. So, es ist rutschig geworden. So, do you want to, we stay here, open the umbrellas, wait for a while? Die Frage ist, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir The rain's heavier now than it was two or three minutes ago. When I checked it, it was fine. Can you open some umbrellas here? Ja, der Schiedsrichter bittet die balljungen Mädchen doch, die Schirme zu öffnen und die Spieler sollten Platz nehmen und warten, dass es sich vielleicht etwas bessert. Und Schüttler sagt, warum haben wir denn überhaupt angefangen? Und da spielt natürlich auch ein bisschen der Frust mit, dass er gleich zu Null seinen Aufschlag verloren hat. Ja, jetzt geht es auch darum, die Bälle sozusagen ins Trockene zu bringen. Fergus Murphy versucht, Rainer Schüttler immer wieder zu erklären,
erwarten, dass es etwas stärker angefangen hat zu regnen. Tja, nach den tollen vier Spielen jetzt also das. Er spielt ja gern in größerer Hitze, ist topfit und dann hier an seinem vielleicht zweitgrößten Tag nach dem Finale der Australian Open, Halbfinale sein erstes in der Master Series. Da ist das Wetter plötzlich schlecht. Das erste Halbfinale konnte gespielt werden, aber jetzt hat die Schlechtwetterfront wohl doch Indian Wells erreicht. Ausgerechnet jetzt, wo er seinen zweitgrößten Auftritt haben wollte. Ein Spiel ist rum. Noch kein Punkt gemacht. Gleich ein Break kassiert. Das lässt sich zunächst einmal nicht gut an. So, jetzt muss gewartet werden. Auch nochmal die Ansage des Platzsprechers, der gesagt hat, die Linien sind schlüpfrig geworden. Das ist eine andere Konsistenz als der Hartplatz, auf dem man sicherlich, wie auch auf der Asche, etwas spielen könnte. Es ist ziemlich rau. Also wenn es richtig anfängt zu regnen, natürlich auch da nicht mehr. Aber der Gefahrenpunkt ist immer die Linie. Und die Gesundheit sollte man dann nun doch nicht riskieren. Wenn man die Radarbilder gesehen hat und wir haben sie seit Stunden verfolgt, diese Front ist wirklich vom Pazifik in die große Bucht von Los Angeles über Catalina Islands reingezogen bis San Diego runter, hat sich dann etwa 3-4 Stunden lang an den San Bernardino Mountains, auch am Big Bear, der ja über 3000 Meter hoch ist, gestaut, aber dann sind sie doch drüber. Und auf dem Monte Jacinto, oberhalb von Palm Springs, etwa 30 Kilometer entfernt, hat es schon vor Stunden angefangen zu schneien. Man hat immer die Hoffnung, weil dieses Wüstental wie so ein Wetterloch ist, dass es gut gehen würde, aber nichts da. Wir bleiben hier, weil es ein langer Weg zurück zum Locker Room ist. That's where they're doing the drug testing, I think. So if you're okay staying here, we'll just wait a couple more minutes. We've got our entire crew ready to go. Der Schiedsrichter mit vielen netten erklärenden Worten, nach dem Motto, man muss mit seinen Patienten sprechen, sagt, wir warten noch ein paar Minuten hier und wenn es dann besser ist, dann wird wieder weitergespielt. Es lohnt jetzt nicht im Moment, in die Umkleidekabinen zu gehen, die sind zu weit entfernt und Gustavo Kürten fügt sich in diese Entscheidung des Schiedsrichters. Ja, die vielen Schirme, gerade die im Vordergrund hier, Pacific Live, die blauen, die von Montag bis gestern als Sonnenschirme dienen konnten, von der Sonnenbrand auch auf der Nase von Rainer Schüttler, die werden jetzt ihre wahren Funktion, nämlich als Regenschirm, zugeführt. Larry Passos, seit 89 der Coach von Gustavo Kürten. Er trägt es mit Gelassenheit. Hatte ja wieder jede Menge Grund zum Jubeln in dieser Woche. Alle spüren, dass es wieder aufwärts geht. Stadion vor 3 Jahren eröffnet in den sogenannten Bermuda Dunes, einem wirklich öden Wüstenteil. Noch nicht das ganze Tal ist umgewandelt in Golfplätze. Hier sind immer noch zwischendurch öde Stücke, die man begrünen kann. Ja, der Tunnelblick, den wollte er heute eigentlich aufhaben. Go back. Yeah. Ich glaube gar nicht, aber okay, Ryan, weiß gar nicht. Stop for the moment.
ob er das mitbekommt, jetzt ja. Also, Fergus Murphy hat entschieden, dass es jetzt doch in die Kabine zurückgeht. Da ist das offizielle Urteil, Play is suspended. Die beiden haben gerade mal ein Minütchen gespielt. 1-0, Break vor für Kürten. Raschid dann noch keinen Punkt in diesem zweiten Halbfinale. Vorfeld dann noch wieder abgesagt. Zur Enttäuschung vieler Kalifornier, denn letztendlich ist Sampras ja einer von ihnen. Ist zwar irgendwo in Washington DC geboren, aber ist in Los Angeles aufgewachsen, groß geworden, hat dann zwischenzeitlich ja in Florida gelebt und dann vor 2,5 Jahren mit seiner späteren Frau Kimberly Poe sich wieder in Beverly Hills niederzulassen. Das zweite Halbfinale kann fortgesetzt werden. Der Spielstand ist eingeblendet. Aufwärmphase vorüber. Kürten serviert im zweiten Satz 0:30. Hoffentlich wird der Start von Schüttler an diesem zweiten Tag besser als am ersten. Ach, gleich eine Zuckerrückhand. Für mich der Paradeschlag des Mannes aus Florianopolis. Kürten. 0:30. Natürlich hat man die Hoffnung, dass man vielleicht gleich zu einem Break kommt, aber die Chance ist ja immer noch da. Gehen ausnahmslos an Kürten. Er macht das 1-1. Und jetzt wollen wir sehen, ob Schüttler, der die ganze Woche hindurch sehr gut gespielt hat, ausgeschlafen ist. 50. Ist nicht da, was er selbst dann sagt, ja auch immer wieder, dass er gern bei Hitze spielt, kann er sich auch erlauben, ist topfit. So einer ist Kürten natürlich auch. Kommt die Sonne sogar wieder ein bisschen raus, das macht das Ganze wieder etwas freundlicher. Im Fall Indian Wells etwas typischer. Schüttler bringt seinen ersten Aufschlag durch nach der Fortsetzung dieser Partie und führt mit 2:1. Kürten also wieder auf dem aufsteigenden Ast. Hat in den letzten 4 Tennis Masters Series Turnieren, also Turnieren dieser Größenordnung, immer in der ersten Runde verloren.
sein letztes Halbfinale bei einem Turnier dieser Ordnung. Größenordnung liegt bereits anderthalb Jahre zurück. Das war 2001 in Cincinnati, wo er übrigens auch gewonnen hat. Er wusste lange Zeit nicht, wo er stand, obwohl er bei kleineren Turnieren eigentlich ganz erfolgreich gespielt hat in diesem Jahr. Gleich zu Beginn des Jahres das Turnier in Auckland gewonnen. Fahrplatz. Sicherlich erfreulich, aber die großen Punkte, die großen Sprünge in der Weltrangliste kann man durch gutes Spiel bei solchen Turnieren wie hier machen. Auf jeden Fall sagte er auf der Pressekonferenz, er sei weitergekommen als zu Beginn der Woche gedacht und jetzt fühle er sich als ein richtiger Herausforderer. Gut vorbereitet und glücklicherweise auch gut abgeschlossen. Der bereits gestern im grob gesagt ersten Teil dieser Partie 6 davon hingelegt hatte. 7:0 die Zwischenbilanz der Asse. Hatte Schütter bereits einmal dem Brasilianer den Aufschlag abgenommen, um ihn gleich im nächsten Spiel selbst wieder abzugeben. Jetzt also erste Breakchance für den Deutschen, ganz wichtig in Satz Nummer 2. Knapp draußen. Und der war an der Linie, der wird gut gegeben. Nicht ganz sauber getroffen, aber der saß, der wird ein bisschen gebuht, aber ja, genau vor den Augen von Norm Crist. 3:1, das Break ist da. Das war ganz, ganz wichtig. Thank you.
spielen. Müsste ein bisschen mixen. Das wird ihm auch Dieter Krodoff gesagt haben. Ein bisschen lang sah schon aus. Von Melbourne, aber jetzt so viel Selbstvertrauen, er weiß jetzt, dass er jeden schlagen kann. Wenn man das Spiel gegen Andy Roddick gesehen hat, das Viertelfinale, dann kann man dem nur beipflichten. Den hat er richtig kaputt gespielt. Natürlich bei Kürten etwas schwieriger. Ja, Unmut bei Kürten, der gestern immer wieder die Faust gezeigt hat bei dem 6-2 nach knapp einer halben Stunde im ersten Durchgang bewegt hat. Aber jetzt die ersten Flüche aus dem Munde von Kürten. 4-1 seine Führung. Die Hoffnung auf einen dritten und entscheidenden Satz ist da. Was dann kommt, das kann man ja dann sehen. Ich sage das Endspiel der Herren nicht vor 21 Uhr deutscher Zeit. Ein Finalteilnehmer steht fest, Leighton. Gut, okay. Er ist möglicherweise noch beim Frühstück oder trainiert auf einem Außenplatz, lässt es ganz gemächlich angehen. Ja, der Gesichtsausdruck ist schon etwas anders als gestern im ersten Satz. Ja. Kürten hat relativ großen Respekt vor der Leistung in diesem Jahr von Schüttler. Er sagt, er spielt richtig gut dieses Jahr auf einem ganz anderen Level, aber er selbst wollte sein Bestes versuchen. Er sagt, es wird wahrscheinlich ein Spiel, an dem wir beide viel Freude haben werden. Zwei Jungs, die hungrig sind auf einen Platz im Finale. Voller Blick allerdings von Schüttler auf den Platz. Was wollte er sagen? Der ist versprungen. Tatsächlich, der war auf der Linie. Kann natürlich eine kleine Kante beim Farbanstrich entstanden sein.
mal gesehen habe, und das war in Roland Garros 97. Dieser Rückhand hat er sie alle madig gemacht, besonders im Kolosseum in Paris. Thomas Muster. Die gewonnenen Punkte. Im Moment führt Schüttler mit 19 zu 15. Das war Statistik um der Statistik willen. Nichts vorzuwerfen. Guter tiefer Angriff. Und da gibt es einen ganz kleinen Korridor und den findet der Brasilianer. Zu mischen. Andy Roddick hat ja über ihn gesagt, das ist der Spieler, der Leute, die eigentlich gar nicht vorwollen, mit seiner Art zu spielen, förmlich ans Netz saugen. Ein sozusagen einlullen, nach vorne ziehen, um sie dann zu passieren. Gegeben anzugreifen. Das wird Kürten hier gleich über den Rückhandball machen. Dann steht er da auf verlorenem Posten. Spielball zum 5-2 für den Deutschen. Ja, da bringt sich natürlich Kürten selbst in Schwierigkeiten, wenn er bei Schüttlers Aufschlag wie gewohnt so weit hinter der Grundlinie steht. Das macht ja Kürten. Aus dem Grunde erklärt er immer wieder, weil er ziemlich weit schwingt, um mehr Zeit zu haben für seinen Return. Aber er muss natürlich einen viel, viel größeren Korridor dabei abdecken. Dann ist er zu kurz und gibt Schütter die Möglichkeit, über die Rückhand anzugreifen. Und in bester Surf- und Volley-Manier Punkte der zum 5-2. Toll zu sehen,
totale Konzentration auf den Spielball. Dann die Erleichterung. Punkt, Spiel gewonnen. 5:2. Also, ich glaube, viele haben befürchtet, dass Schüttler nach den gestrigen Ereignissen, Wetter und die kleinen Streitigkeiten mit dem Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy heute vielleicht so frustriert sein würde, dass er in zwei nach Haus geschickt werden würde. Konnte zwar das 0:30, mit dem das Spiel aufgenommen wurde, nicht umsetzen, aber steht jetzt kurz vor dem Gewinn des zweiten Satzes eine, ich meine, allein das schon tolle Leistung. Kürten beim Aufschlag. Ja, das ist er, einer der besten, wenn nicht der beste Returnspieler der Welt. Na, ganz nach oben wollen wir ihn mal nicht setzen, sonst kriegen wir noch Beschwerdebriefe von Agassi oder anderen guten Returnspielern. Hewitt. Der zweite von Guga war natürlich zu harmlos. Hier lief der Brasilianer wieder Gefahr, passiert zu werden. Kürten merkt, dass es nicht ganz ungefährlich ist, den Deutschen zu attackieren. Ja, da war er nicht schnell genug, kam nicht richtig hinter den Ball. Im Rahmen ins Aus und Schüttler führt Selbstgespräche. Macht ein bisschen Luft. Hat zweimal den Schwung mitgenommen. Erst Schüttler beim Return. Der ist stramm und den nimmt Kürten sofort wieder mit. Kaum hat der Ball den Boden verlassen, punktet er. Service Winner, der kommt nicht, jedenfalls nicht ins Spielfeld. 3:5. Bälle werden einkassiert, es gibt neue Bälle. Und dann wird Rainer Schüttler zum möglichen Satzgleichstand aufschlagen. Die Schauer kommen ganz, ganz langsam in den oberen Rängen. Gibt es keine sogenannten Ascher. Keine Platzanweiser, die absperren. Das freies Kommen und Gehen. Ich glaube, die Zuschauer, die Finalkarten haben, die hier in diesem Tal wohnen, sind da. Für die, die aus Los Angeles kommen, die müssen erstmal, je nachdem, wo sie dort wohnen, 3-4 Stunden mit dem Auto anfahren. Da heißt es ganz früh aufzustehen. Jetzt muss er vor. Ja, alles richtig gemacht. Ich wollte schon sagen, falsche Seite gewählt, aber der Ball war ja wie ein Strich. Guga da drüben denken, mein Gott, ist der schnell. Hat viel für seine Fitness getan. Das kommt nicht von irgendwo.
und ein kleiner Überraschungsaufschlag. War fast, als man das so sah in der Großaufnahme, als er nochmal blinzelte, wo steht der Gegner, war fast zu erahnen, dass er da weit auf die Vorhand hinaus servieren würde. 40-0, dreimal Satzball. Donnerwetter. Gekommen. Die ersten vier Punkte gingen zwar an Gustavo Kürten, aber jetzt heißt es 1-1 in den Sätzen, ein frisches Hemd. Ich glaube, der Motor ist warm bei Rainer Schüttler, durchtrainiert, kräftige Oberschenkel, gehören dazu zum Laufen. So, der zweite Satz, die Zahlen, 31 Minuten. Ähnlich lang wie Durchgang Nummer 1. Gute Aufschlagzahlen bei Kürten und bei Schüttler. Kürten erst mit einem Ass im zweiten Teil der Partie. Schüttler mit mehr Gewinnschlägen, auch mit mehr Fehlern. Also deutliches Zeichen für höheres Risiko. Musste er auch gehen, wenn er den verlorenen ersten Satz vergessen machen wollte. Hat relativ verhalten angefangen, aber ist dann sehr schnell in Schwung gekommen. Einige Szenen aus Durchgang Nummer 2, den Schüttler verdient gewonnen hat. Ablesen. Gestern, als Schüttler seinen ersten richtig guten Ball gespielt hat, da war der Coach der Einzige, der ganz laut aus vollem Herzen Super Rainer geschrien hat. Das haben alle Zuschauer mitbekommen und natürlich auch Rainer Schüttler selbst. Ja, diese kleine Kollektion von Schlägen eben von den amerikanischen Kollegen zusammengestellt, macht deutlich, dass Schüttler, auch wenn der Gegner Kürten heißt, inzwischen, damit meine ich die Gesamtentwicklung, mehr wagt. Nicht nur heute. Er sagt selbst, dass er wagt, schwierige, riskante Bälle zu schlagen, auch bei großen Punkten. Das war früher nicht so, das gibt er zu. Da war es doch eher ein bisschen vorsichtiger. Und die Erfolge geben ihm recht dabei. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ein dritter Satz also und ein entscheidender Satz, immer eine offene Angelegenheit. Den gleichen Schläger. Head hat den Vertrag im letzten Herbst vor dem Erreichen des Finals der Australian Open um 3 Jahre verlängert. Und auch Kürten scheint mit dem Gerät zufrieden zu sein. Rick
Chance Schüttler gleich im ersten Spiel des dritten Satzes. Sollte. Verlieren kann man ja, aber man muss das Beste versucht haben und Rainer Schüttler ist in der Tat dabei. Will das Publikum ja auch ein bisschen Rache nehmen für die Niederlage von Roddick. Schüttler, dem großen Hoffnungsträger des amerikanischen Tennissports, beigefügt hat. Fall.
Sein Publikum bei einem so vermeidbaren Fehler macht sich Entsetzen bereit. Man kann es auch übertreiben. Ja, da hat Schüttel auf das ausgewartet. Ist nicht gekommen. Spiel geht weiter. Chance gehabt im dritten Satz. Schüttler spielt absichtlich ein bisschen kurz, um den Gegner einzuladen zu einer Netzattacke. Dann ist er mit seiner Schnelligkeit da und seinen gnadenlosen Passierbällen. Abteilung gegriffen zu haben, sind bestimmt einen halben Meter zu lang beim Brasilianer. Zu viel experimentiert mit dem Dropshot, Rückhand diesmal. Da waren so zwei, drei Sachen drin, die ein Tick zu viel waren, im negativen Sinne.
lässt Futterdans Lehre laufen. Und jetzt kommt Kürten wieder so in Fahrt, wie es gestern im ersten Satz war. Sich selbst anfeuernd. Ja, das sind diese Szenen. So kennt man Kürten aus seiner allerbesten Zeit. Und er sagte dazu ja in Indian Wells, nachdem er meint, sein bestes Match seit dem Comeback gegen James Blake im Viertelfinale gespielt zu haben. Ich setze wieder Energie frei. Kopf und Körper harmonieren wieder. Die Emotionen bauen mich auf. Und das scheint im Moment tatsächlich der Fall zu sein bei Gustavo Kürten. Reicht es aber fürs Finale? Wie lange brennt das Feuer? Ja, plötzlich ist der Brasilianer wieder oben auf. Meiner Schütter leider mit Selbstkommentaren, mit Selbstgesprächen. Sensationell gut. Und diesmal keine Chance für Kürten daran zu kommen. Tenniswelt mit Gustavo Kürten wird wieder zu rechnen sein. Schade, dass er heute wieder gegen Rainer Schüttler so in der Lage ist aufzudrehen, nachdem es doch im zweiten Satz relativ still um Kürten war. Übrigens diese Plaketten unter seinem Namen, da eben auf dem Namensschild, 5 Stück sind dort angeklebt worden. Die stehen für seine 5 Titel auf der Masters Series Tournee. 5 Titel gewonnen und weitere 3 Endspiele bestritten. Also ein routinierter Mann. Nur in den letzten 1,5 Jahren, bedingt durch seine Pause, lief es halt nicht so. Ich erinnere vor gut einem Jahr. Eine Hüftoperation in Nashville, Tennessee, Ende Februar war das. Und ist er ganz vorsichtig wieder auf die Tour gekommen. In Palma de Mallorca wieder angefangen. Ja, aber die Begeisterung, das Feuer, immer wieder gern genommen von jedem Fotografen, von jedem Fernsehkameramann. Am Vormittag das Stadion schon gut gefüllt, also Südkalifornien, das Land der Frühaufsteher. Man muss bedenken, hier mal eine weite Anfahrt. So lang. Er darf jetzt nicht hektisch werden, muss sich ein bisschen wieder in Geduld fassen und darauf hoffen, dass das Feuer da drüben wieder ein bisschen kleiner wird auf der anderen Seite des Netzes. Die tun richtig weh. Dem Gegner natürlich. Er schleicht da gerade eben über die Netzkante. Na schön, dass es jetzt auch mal ein bisschen Beifall für den Deutschen gibt, der natürlich den meisten Zuschauern nicht so viel sagt. Vielleicht haben sie mitbekommen, dass der das war,
den ihr Andre Agassi in 3 Sätzen im Finale bezwungen hat. Die Veranstalter haben ihn bis zum Viertelfinale regelmäßig draußen angesetzt, den Australian Open Finalisten, den kleineren Plätzen. Da musste dann vor 100 oder auch mal 300 Zuschauern spielen. Für Kürten dagegen ist es nahezu Selbstverständlichkeit, auf dem besten, dem größten, den schönsten Platz zu spielen. Guter Return eben. Jetzt muss Schüttler aufpassen. Konzentration. Schüttler, das erste im dritten Satz, liegt nur ein Break zurück, nur ein Break. Jetzt wollen wir mal schauen, ob Kürten aus der Trance, in der er eben noch vor ein paar Minuten gespielt hat, wieder herausgekommen ist. So hat er früher in seinen besten Tagen stundenlang gespielt. Als Ehrengast. Karneval in Rio, und das scheint ihm gut bekommen zu sein. Wenn ich allerdings hier in den Himmel schaue, dann bin ich ein ganz klein wenig skeptisch. Es waren noch so kleine Regenreste vor den Bernardino Mountains. Da konnte man eigentlich hoffen, dass die hängen bleiben an den Bergen, aber sie nähern sich hier. Das ist der Blick nach Westen. Doch dem Gebiet um Indian Wells. Eine relativ großflächige Stadt mit nur 3500 Einwohnern, die fest ihren Wohnsitz hier haben. Hinzu kommen 4000, die bis zu 6 Monate hier verbringen, sozusagen den Winter, wenn es anderswo in den USA zu kalt ist. Gemeinden, Städte, Kommunen Kaliforniens, nach Carmel die zweitreichste, um genau zu sein, nach Durchschnittseinkommen gerechnet. Oh.
Publikum springt auf. Zum Teil jedenfalls in den ersten Reihen. Das ist natürlich keine Mühe für Schüttler, aber dass Kürten diesen Ball erläuft. Dann Rainer Schüttler mit dem Anschuss à la Noah. Guter Touch. Dieser Vorhand offen. Der Schubs, der Deutsche, den schubst den Ball nur rein, kommt dann selbst in Bedrängnis und ist so ein bisschen überrascht, um nicht zu sagen konsterniert. Big Point jetzt. Da war Kürten noch nicht wieder der Alte. Hat er früher was draus gemacht. Ja, unabhängig wie es heute ausgeht, ich glaube, das Gespann Hordorf-Schüttler braucht keine Angst vor der Zukunft zu haben. Die hat gerade eben erst begonnen vor einigen Wochen. Es bleibt dabei, Kürten ist nur ein Break vor, da geht noch was. Das Unangenehme ist die Luftfeuchtigkeit. Es ist nicht besonders warm, 18, 19 Grad, wenn die Sonne scheint, vielleicht auch mal 23, 24. Aber die Luftfeuchtigkeit 88%, fast schon Miami-Verhältnisse. Let, ein Ass, der Sensor. Sagte, das Feuer ist etwas kleiner geworden bei Kürten. Zweiter Aufschlag 0:15. Schüttler ist mal wieder dran. Ja, das ist in der Tat neu. Das ist positiv zu vermelden. Schüttler glaubt an sich. Auch wenn er im dritten Satz gegen einen Kürten 1:4 zurückliegt. Vielleicht gibt's das Rebreak. Erstmal nicht.
15 feet for Kirby. Hat. Und das war vor dieser Szene. Schüttler. Diesmal ist Guga zwar auch da, aber diesmal passierte ihn nicht und Schüttler braucht keine Anstrengung zu machen, hier vielleicht noch einen zweiten Beinschussversuch zu starten. Schüttler hat Brechchance. Das ist das, was zählt. Das ist die Chance, wieder hineinzukommen. Jetzt. Es wird sowieso nicht zurückgenommen. Yes, sir. Da fragt man zu den hier. Yes, sir. Hat sicherlich gedient, der gute Normquist. Kürten wehrt eine Breakchance ab. Der lässt seine Emotionen raus. Er lässt ihn freien Lauf. Sich jetzt ein bisschen allein gelassen, Rainer Schüttler. Der Kordorf ruft rein. Am weitermachen, weitermachen. I don't know. Chance des Deutschen ab und ist darüber mehr als froh. Schüttler diskutiert. Yeah. Will dem Stuhlschiedsrichter klar machen, wie weit der Ball aus war beim Aufschlag. Where the guy's waving in the green shirt. Ja, das Publikum ist, ich will nicht sagen gegen Schüttler, aber es ist natürlich für den Liebling der Massen, für Gustavo Kürten. Ja, er ist wieder oder noch in seiner Tennis-Trance. Jubelt hier, zeigt sich das Finale von Roland Garros. Und leider sieht Rainer jetzt so aus, als sei er ein bisschen angefressen. Breakchance hätte er natürlich gern wahrgenommen, um jetzt zum 4:4 servieren zu können. So heißt es 2:5. Und der Korbacher steht unter Druck.
verloren. Kleine Dehnung der Leistengegend. Auch noch nie gesehen. Kürten weiterhin auf Wolke Nummer 7. Im Englischen ist das Cloud Number 9. Ich weiß nicht, wer sich wegen der Zahlen da nicht einigen konnte. 2 Punkte entfernt Kürten vom Finale gegen Leighton Hewitt. Schüttler aus dem Bild lief an seinem Stuhl vorbei, fast wie früher die Zeichentrickfigur Jerry, Tom und Jerry, die Tribünen hoch, um zu retournieren. Spaß beiseite. Ernst genug. Zweiter Matchball für Kürten. Kürten ist wieder da, auch wenn es auf Kosten von Rainer Schüttler geht, der
ziemlich schnell und zügig in die Katakomben gegangen ist, keine Autogramme gibt, da lässt es sich als Sieger schon ganz anders feiern. Dennoch für Rainer Schüttler ein großer Erfolg, dieses erste Master Series Halbfinale überhaupt erreicht zu haben. Er hat toll gespielt in der ganzen Woche. Und wenn sie nicht dabei sein konnten, vielleicht hat ihnen der zweite Satz heute ein bisschen etwas vermittelt vom neuen Rainer Schüttler, der auch im dritten Satz seine beiden Breakchancen hatte, die nicht nutzen konnte. Ja, und beim Tennis ist es nun mal so. Einer kann nur als Sieger den Platz verlassen. Das war heute Gustavo Kürten. Drei Etappen also hat diese Partie erfordert. Über zwei Tage, eine Stunde und 39 bleibt unter dem Strich als Zeit. Aufschlagzahlen bei Kürten nimmt man Asse und Doppelfeder dazu. Besser, er hat mehr Gewinnschläge am Ende gebracht als der Deutsche. Und ich glaube, unter dem Strich, wir wollen nicht traurig sein, ist das in Ordnung. Kürten gegen Hewitt im Finale. Nach einer längeren Pause werden die beide dann hier spielen. Ich darf Ihnen sagen, dass die Rechte besitzen wir leider nicht, dass das Damenfinale jetzt irgendwann stattfindet. Dann im Anschluss.